Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Informationsvideo zu Planet Zoo. Heute gab es, also vor 55 Minuten in meiner Welt, das muss so um 17 Uhr gewesen sein, kam ein Forenpost, der hieß, oder der heißt Planet Zoo Update 1.4 coming 8. Dezember. Das bedeutet, dass das nächste Update früher kommt, als ich erwartet hatte. Ich hätte gedacht, das nächste Update kommt am 15., jetzt kommt er schon am 8. Bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, dass demnächst, und mit demnächst meine ich sehr demnächst, das nächste DLC wahrscheinlich auch angekündigt wird. Und ihr werdet auch sehen, warum. Das Update 1.4 kommt am 8. Dezember und da gibt es ein paar Neuerungen, die gratis im Spiel dazu sind, auch wenn man kein DLC dazu kauft. Zum Beispiel gibt es hier ein neues Utensil, kann man quasi sagen, eine neue Einrichtung, die man benutzen muss. Und das ist dieser Temperaturregulator. Ich nenne es mal die Heizung. funktioniert so wie die Wasserreinigung oder der, also die, wie der Wasserfilter oder wie zum Beispiel der, die Heizung, die man hat oder die Klimaanlage und die wärmt dann das Wasser auf und das wird wahrscheinlich wichtig sein, denn im nächsten Update werden wahrscheinlich tauchende und schwimmende Tiere kommen. Das wäre so meine Idee. Nicht im Free-Update, aber eventuell dann in einem möglichen DLC, sage ich jetzt mal. Vom Aussehen her sieht das aus wie die Wasserstation, die wir jetzt aktuell haben. Dann wird das hier ein bisschen beschrieben, was dann so sein wird. Abgesehen von dem Gebäude, was dazu gibt, gibt es noch ein paar neue Overview-Maps, dass man auch sehen kann, wo die Temperatur eingestellt ist. Neu müsste jetzt auch sein, dass man wie bei den Heizungen quasi und den Kühlern, dass man die Temperatur-Range, den Radius einstellen kann. Wird wahrscheinlich wichtig sein, wenn du andere Gehege haben wirst, andere Wassereinrichtungen, wo du keine Temperatur brauchst. Oder vielleicht kühlen musst oder so. Dass man das dann abhängig davon macht, wo das im Zoo steht. Ansonsten gibt es in dem Bild gar nicht so viel zu sehen. Bis auf, dass wir diese Einrichtung da haben. Wir haben diese Overview-Maps. Ja, es ist quasi Temperatur mit Wasser auch. Das ist eigentlich so das, was dazu kommt. Denn das größere Update oder die größere Sache hier in diesem Update sehen wir auf diesem Bild. In diesem Bild wird nicht gezeigt, also es ist nicht, die Botschaft ist nicht, dass die Tiere tauchen können, sondern die Botschaft ist, dass es Unterwasserfütterung gibt. So, ihr seht hier den Unterwasserfieder. Da ging es plötzlich ganz schnell runter. Ihr seht hier den Unterwasserfieder. Es ist eigentlich nur so eine Box, so eine Futterbox, wo Fische rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob Fische leben werden, also werden die rumschwimmen oder sind die einfach nur wie so ein Schwarm hoch und dann schwimmt da das Krokodil in diesem Fall dadurch. Das Krokodil ist übrigens das einzige Tier, steht hier, was aktuell den Unterwasserfieder nutzen kann. Allerdings sollen später noch andere Tiere dazu kommen. Ich hatte dann eine kleine Diskussion mit dem netten lieben Sean darüber, warum der Gavial das nicht kann. Und wir sind beide sehr ratlos, ob der Pfleger das kann. Hätte ich mal gesagt, ob der Gavial das kann oder nicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wie macht der Pfleger das? Wie füllt er das Ding wieder auf? Das ist so eine große Frage, die ich mir stelle. Taucht er dann? Wenn die Pfleger vielleicht tauchen können? Kriegt er so ein Gerät, womit er das so rausflocken kann oder so? Aber es sieht für mich danach aus, als wenn hier so die Handgriffe, also die Griffe dafür. Deswegen wäre das mal ganz interessant. Außerdem sieht man hier, ich weiß nicht, ob man das auf dem YouTube-Video gut sehen kann, hier oben gibt es eher so ein blaues Viereck, ein blaues schwimmendes Viereck. Was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es dort, wo der Pfleger rein kann oder wo der Pfleger die Sachen reinschmeißt, die Futtersachen. Ich denke auf jeden Fall, wir werden ein paar Sachen kriegen für die Unterwassertiere, die wir eventuell kriegen werden. Das wäre ja noch so eine schöne Idee, dass wir Unterwassertiere kriegen können. Aber bis jetzt ist das Krokodil dann das einzige, das Salzwasserkrokodil, das einzige Tier, was tauchen kann. Und auch den Unterwasserfieder nutzen kann. Das wäre so die Idee bis jetzt. Da steht allerdings auch, dass es auch ein paar neue Tiere, also dass noch einige andere Tiere das bekommen werden, die das unter Wasser nutzen können. Gavial wäre zum Beispiel einer der Möglichkeiten. Oder ich sag mal, der Nilwaran. Wie heißt denn der? Heißt der nicht? Heißt der Nilwaran? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Heißt denn die Nilwarane? Ich glaube ja. Ich hoffe, dass die könnten das zum Beispiel auch nutzen. Das würde ja auch Sinn machen. Und hier wäre ja das Wasser natürlich warm. Und wenn du das in einem, wie nennt sich das, Biom machst, wo es kalt ist, das gibt es ja jetzt schon das Problem. Dass wenn du in einer Wüste baust und du hast die Bären und die schwimmen dann ins, oder gehen dann ins Wasser, dann ist das Wasser mega warm.
Oder umgekehrt, ne? Wenn es kalt ist und die gehen ins Wasser, weil du das Wasser kannst ja nicht aufwärmen aktuell. Das ist ja das Problem, was man manchmal hat. Wenn Winter ist und die Tiere gehen ins Wasser. So. Das wird jetzt mit dem Wasserding behoben. Macht sehr viel Sinn. Finde ich gut. Außerdem sieht man hier ein bisschen, unter Wasser gibt es jetzt ein paar neue Pflanzen. Also es sieht so aus, als wären es neue Pflanzen. Das sieht aus wie Wasserpflanzen und die, also so Schlickerpflanzen, die wir nicht haben. Das wäre auch noch eine der neuen Sachen, dass so ein bisschen neue Pflanzen reinkommen. Außerdem gibt es ein Update für die Transport Rides, also für die Züge und für die Monorails und solche Sachen. Denn endlich gibt es ein Overview-Menü, wo man die Preise direkt einstellen kann oder auch die Zügeanzahl und so weiter und so fort. Du kannst auch sehen, welche Stationen am beliebtesten ist, Profit sehen und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, wenn ich das jetzt so lese und nachdem ich jetzt die Monorail gebaut habe, fällt mir auf, wie wichtig das ist. Wie wichtig das Update ist, also dieses Update. Weil es ist wirklich nervig, wenn du die Preise einstellst, dass du da zu jedem Ding einzeln rumgehen musst. Das ist mega cool. Freue ich mich drauf. Das wäre auch noch so ein Management-Update. Dann gibt es natürlich noch hier die Zooführung oder wie man die auch immer nennen möchte, Animal Talks. Da haben wir ja letztens drüber gesprochen. Da haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen, denke ich mal, dass das mit im Free-Update sein wird. Wird nice, ist eine coole Sache, besonders wenn die das Futter rüberwerfen. Wenn die Futter werfen, können die das eventuell auch hier reinwerfen. Naja, irgendwie sowas. Und was gibt's da noch? Ach ja, gibt's noch andere Sachen, die man erwähnen muss? Da gibt's zum Beispiel nochmal Creativity, wird dazu gegeben, wie zum Beispiel neue Dekorations-Tattoos, kann man quasi sagen. Ich gehe davon aus, dass das neue Bilder sind, wie diese weißen Bilder, die wir jetzt haben von den Giraffen und solche Sachen, dass da neue dazukommen. Dann gibt es zwei neue Wege gratis. Dann gibt es eine neue Warteschlange. Zwei Varianten für Pre-Accessing Queue Path. Bin ich mal gespannt. Gibt auf jeden Fall to Pre-Accessing Queue Path. Tja, weiß nicht, was das bedeuten soll. Und dann gibt es eine neue 3D-Schrift und eine neue 2D-Schrift. And a range of foliage. Das bedeutet neue Pflanzen. Wie zum Beispiel unter Wasserpflanzen. Wäre ja eine Möglichkeit, denke ich mal. Dann gibt es noch ein paar Quick-Fixes, hätte ich beinahe gesagt. Hier Bug-Fixes und so. Da bin ich mal gespannt. Da kommt die Liste erst später raus. Das ist auch immer wichtig, finde ich, weil das Spiel hat halt noch die Bugs, die es hat. Und es kommt auch noch, dass man mehrere Tiere im Franchise-Modus auch auswählen kann, wie im Sandbox und im, wie heißt das, im Sandbox und im Challenge-Mode. Genau, das sind die beiden Dinge. Und es gibt auch noch ein neues Time-Szenario in den Philippinen, glaube ich, war das. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Challenge-Szenarios, ganz genau. Auf den Philippinen gibt es dann ein neues Szenario mit Reisfeldern und solche Sachen. Also wäre vielleicht auch die Möglichkeit, dass es ein paar Reispflanzen gibt oder so. Ich denke, dass es ein eindeutiges Indiz darauf ist, dass das Wasser-Update bringt. Wir haben ja mal damals den Leak gesehen für einige Wassertiere. Wenn ihr das immer noch nicht wusstet, dann gibt's den da draußen. Ich denke, wir kriegen das im Laufe der Woche jetzt zu wissen, was dann in dem DLC, möglichen DLC dabei ist. Angenommen, da kommt ein DLC. Ich gehe mal davon aus, geht ja meistens Hand in Hand, so ein großes Update mit einem DLC. Ich würde mich auf jeden Fall freuen auf Pinguine und Robben und solche Sachen. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die sind, die dann da kommen werden. Ne? Das wäre ja mal ganz interessant. Ich melde mich auf jeden Fall spätestens wieder, wenn es dieses Update gibt, beziehungsweise wenn wir wissen, was für Tiere das sind oder was für ein DLC das wäre oder wird. Und in diesem Sinne, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut das mal rein.